Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Mein Name ist Siska, im Internet heiße ich Distelfliege und ich begrüße euch ganz herzlich zur Episode Nummer 163 und das ist die Minimalismus-Episode. Ich habe heute was zum Thema Stricken, zum Thema Spinnen, urbane Selbstversorgung und was ich gerade toll finde. Und ja, das meiste mischt sich irgendwie das Thema Minimalismus rein. Genau, zuerst geht's wie immer los mit ein klein bisschen Housekeeping. Und da wollte ich mich bedanken für die Kommentare zur letzten Episode bei Käthe, Stephanie Bold, Manis Dottier, Lena Strickt und Happy Hepburn. Thank you very much. Ja, ich bin ja jetzt nur noch, und da kommen wir eigentlich auch gleich zu einem so einem Unterpunkt von Housekeeping. Also ich bin ja mit meinem Podcast gar nicht mehr auf so richtigen gängigen sozialen Medien vertreten. Also ich bin nicht auf Facebook, auf Instagram mache ich auch nichts und auf Twitter mache ich eigentlich auch nichts mehr großartig. Und ich bin noch im Fediverse, da gibt es eine kleine feine Handvoll strickende Menschen und da ist aber doch so, dass ich da meistens mit in so einer englischsprachigen Bubble bin und ich podcaste ja auf Deutsch und da ist dann jetzt nicht so, doch, da gab es auch Kommentare, stimmt. Also dann möchte ich hier noch auf diesem Weg noch ein Dankeschön für das Feedback an Draco und Alien schicken, Eidechse. Genau, nee, die Eidechse heißt ja auf im Fediverse Alien. Genau, da war es schon richtig. Cool. Aber noch zurück zum Thema. Ich bin auf keinen sozialen Medien mehr und die meiste Kommunikation, wo ich das Feedback zum Podcast bekomme, läuft gerade tatsächlich über Ravelry. Und deswegen ist es halt gerade ein bisschen doof, nervig, anstrengend und auch dass das Ravelry sich in den letzten, ich glaube im Juni war das, Ende Juni, wann war, also es war auf jeden Fall diesen Sommer hat sich Ravelry ja gelauncht und hat ein neues Design online gebracht und hat alles halt umgestaltet gehabt und man kann sich ja dann darüber streiten, wie man das findet, ob man das jetzt schön findet oder hässlich oder ob man es vorher schöner oder nicht so schön fand. Aber was halt bei dem neuen Design das Problem war, ist, dass viele Menschen davon Übelkeit, Kopfschmerzen und sogar epileptische Anfälle bekommen haben. Und das Team von Ravelry hat darauf halt nicht sehr hilfreich reagiert. Also es gab dann irgendwie Feedback-Threads und eine Umfrage über Lesbarkeit und am Ende auch eine Entschuldigung von Jess, dass sich ihre Frau und Mitadministratorin Cassidy wohl auf Social Media mit Betroffenen von diesem Redesign angelegt hat und dass es ihr leid tut und sie das nie wieder macht. Aber halt unterm Strich gesehen ist das neue Design halt immer noch online und wird so kleckerweise versucht zu verbessern, während aber halt schon seit Wochen diejenigen, die davon betroffen sind, von diesen Änderungen, die da das Ravelry nicht mehr benutzen können, de facto eigentlich ausgesperrt sind von der Plattform. Also es gibt schon jetzt, dann gab es irgendwann so eine Option, das alte Design wieder anzuwählen, also das alte Design,
dass einem das dann wieder dargestellt wird, wenn man sich gelockt hat. Und ja, also das ist irgendwie dann für die, ja, für die MacherInnen von Revel, für die Macherinnen von Revelry ist es halt einfach so, dass die jetzt sagen, okay, man kann das Alter einstellen und dann ist es ja für uns so gut wie erledigt. Wir verbessern jetzt das Neue noch ein bisschen und dann wird sich das irgendwann haben. Zeitweise wurde sich auch hinter irgendwie so einer Punktesammlung versteckt, wo man sagte, so, wir haben so und so viel Usability-Punkte bei diesem und diesem Benutzerfreundlichkeits-Online-Test gemacht mit unserem Redesign. Also kann es ja wohl nur gut sein. Und ja, also was ich auch gehört habe von mehr technikaffinen Leuten aus der Strickszene ist, dass halt der Beta-Test sehr unzureichend war oder dass da halt schon Feedback gekommen ist, dass es Probleme gibt. Es wurde aber nicht so richtig, wurde nicht so richtig drauf gehört und man hätte halt dieses, sagen wir mal, Relaunch-Desaster auch vermeiden können, wenn man da früher ein bisschen drauf gehört hätte, dass schon Leute gesagt haben, dass es Probleme gibt. Naja. Aber das alles führt halt auch ein bisschen dazu, dass ich jetzt ein bisschen vor mir selber in Erklärungsnot bin, den Podcast, also ob ich selber aus Solidarität auch Revelry weniger nutzen soll oder vielleicht sogar gar nicht mehr nutzen soll. Und ich habe mir dann eigentlich überlegt, dass ich eigentlich hoffe, dass sie ihre diese Probleme so schnell als möglich doch noch lösen und dass ich so lange da bleibe, weil mir halt sonst wirklich sämtliche Connection zur Szene verloren geht, die ich vorher so hatte. Also ganz viele Leute, die schon ganz lange über meinen Podcast kenne, da habe ich eigentlich nur noch über Revelry Kontakt und also die sind halt einfach nicht so im Fediverse, wo ich außer Revelry eigentlich fast nur noch bin. Und deswegen bin ich halt irgendwie leider auch ein bisschen drauf angewiesen, würde ich sagen. Ja, ansonsten, wir haben immer noch Corona-Pandemie. Wir stehen jetzt gerade irgendwie jetzt nach dieser Urlaubssaison so da, dass die Zahlen wieder ansteigen und ich war ja immer so ein bisschen interessiert, war so, hab mich viel darüber gehört und gelesen und ja, mache mir jetzt ein bisschen Gedanken, wie es hier weitergeht, nachdem jetzt auch in Ländern, die das sehr gut unter Kontrolle hatten, wie Japan und Israel, so eine richtig fetten zweiten Wellen am Laufen sind, bin ich jetzt nicht so überzeugt, dass wir in Deutschland unbedingt da drum rumkommen. Vor allem auch nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es nicht mehr so richtig ernst genommen wird von vielen Leuten, aber von vielen halt auch zum Glück schon. Also so ist es ja nicht. Ja, aber ich glaube, ich bin so in meiner Bubble ein bisschen so der größte Drostenstreber, den ich so kenne. Naja, apropos Drostenstreber, ich vermisse wirklich den Podcast vom NDR, das Coronavirus-Update. Der ist ja gerade in der Sommerpause, aber ich habe ehrlich gesagt die Vermutung, dass der Podcast bald eingestellt werden wird, weil Drosten hat einfach, glaube ich, keinen Bock mehr. Oder ich weiß nicht, ob er, also Bock hat er definitiv keinen mehr. Das so zu diesem Spielball der Medien gemacht zu werden. Und das passiert ja die ganze Zeit, egal ob er jetzt sich aus den Medien fernhält oder nicht. Wenn er Interviews gibt, dann
werden die halt benutzt. Wenn er keine gibt, dann wird halt der Podcast benutzt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da hat er nicht mehr so richtig Böcke drauf. Aber wenn es weitergeht, wäre es so, also wenn es jetzt erstmal so durch den Herbst weitergeht, wäre es natürlich wunderschön. Wäre natürlich toll. Aber ich rechne jetzt nicht damit. Ja, ich war auch im Urlaub. Ich war statt nach in die Niederlande zu fahren, was ja eigentlich geplant war, war wieder die Nordseeküste in den Niederlanden entlang zu fahren und diesmal aber hochzufahren nach Texel. Und das haben wir dann wegen Covid halt nicht gemacht und haben gedacht, wir machen dann so einen Urlaub komplett unabhängig von Verkehrsmitteln und fahren von der eigenen Haustür mit dem Fahrrad los und kommen auch wieder mit dem Fahrrad zurück an die eigene Haustür. Und das haben wir gemacht mit der sogenannten Tour Brandenburg. Das ist so eine über 1000 Kilometer lange Rundtour um ganz Brandenburg drumherum. Aber weil wir 2 Wochen Zeit hatten, haben wir nicht die ganzen 1000 Kilometer geschafft. Also es würden andere Leute schaffen, aber ich will gar nicht so ambitioniert sein. Ich will lieber gemütlich Fahrrad fahren und auch abends so ein bisschen dieses Zelten-Erlebnis haben und nicht einfach nur ganzen Tag radeln, abends ins Pensionsbett fallen und am nächsten Tag nur den ganzen Tag radeln. Und es war sehr, sehr schön in Südbrandenburg, wo wir waren. Also wir sind in den Spreewald, dann in die Lausitz und dann ins Elster-Elbe-Gebiet, dann in den Fläming und in den Hohen Fläming und dann noch ein bisschen Havelland und zurück. Und da war eigentlich nirgends großartig was los, also Campingplätze sehr leer und also die Radstrecke selber war auch sehr leer, also war nicht wirklich viel befahren. Das Einzige, was nachher viel befahren war, war der Havelradweg von Brandenburg an der Havel zurück nach Potsdam. Da war richtig viel Verkehr. Und ich glaube, das war dann in dieser Saison sehr, sehr beliebter Weg. Aber diese Tour Brandenburg, er war echt ein Geheimtipp für uns. Richtig cool. Also haben wir doch alles richtig gemacht. Und ja, wir haben auch eigentlich waren wir auch nie irgendwo drinnen. Also wir mussten natürlich manchmal Lebensmittel einkaufen, wir versorgen uns im Urlaub immer selbst und kochen mit einem Campingkocher und dann mussten wir halt in den Supermarkt rein, um was einzukaufen. Aber das ist das, was ja auch so im Alltag, was wir im Alltag sowieso machen müssen. Ja, und auf dem Campingplatz, da haben sie ja diese sanitären Einrichtungen, die waren ja immer gesperrt gewesen während noch dem Mai. Deswegen durften dann immer nur Leute auf Campingplätzen übernachten, die ein Chemieklo in ihrem Wohnmobil hatten, was ich echt wirklich unverschämt gegenüber Zelten und weniger reichen Leuten fand. Weil ich weiß nicht, also ich. Ach ja, ich glaube, diese Sanitäranlagengefährdung, ich denke, da hätte man auch Wege finden können, so infektionsmäßig, was ja jetzt auch gemacht wird. Also in den Innenräumen war da Mundschutzpflicht. Der eine Campingplatz hieß es dann, Zähneputzen nur am Platz und nicht im Sanitärraum beispielsweise. Ist ja auch zum Beispiel legitim. Und andere haben gesagt, okay, zum Duschen darfst du ihn abmachen, aber ansonsten nicht. Und es hat sich sowieso kein Sau dran gehalten. Aber ja, ich denke, man hätte da auch irgendwie mit viel Lüften und oder anderen Lösungen wie, keine Ahnung, na gut, Donnerbalkenbau wäre vielleicht zu rustikal, da kann man ja nicht mehr so viel Geld fürs Campen verlangen, aber ich bin ja mit
Biwakplatz mit Donnerbalken bin ich ja total zufrieden. Und da brauche ich gar keinen Innenraum. Ja, aber war wie gesagt, glaube ich, Corona-mäßig ziemlich safe, dieser Urlaub, auch wenn man so hin und wieder mal in ein Campingplatz-Sanitärgebäude reinstiefeln musste. Genau. Ja, war total nett. Und jetzt geht halt so, der Arbeitsalltag hat mich wieder und ja. Kommen wir mal zum Stricken. Ja, ich stricke gerade ziemlich monogam an meinem Tuch Aurinko aus so einem Farbverlaufsbobble aus Baumwolle und ein bisschen Viskose, glaube ich. Und jetzt bin ich tatsächlich beim Abketten des Ganzen und es ist sehr schön geworden. Ich werde dieses Tuch, also ich habe vor, das zu verschenken, weil ich habe schon eigentlich so, ich hatte zwei Farbverlaufsbobbel mir bestellt und habe da aus dem ersten auch schon Aurinko gestrickt und das ist so schön geworden, dass ich dachte, ich mache aus dem zweiten auch ein Aurinko. Das ist ein, ja, einfaches, es gibt eine kraus rechts und eine glatt rechts gestrickte Version und das ist so ein Strickmuster von Nicolor. Und ich glaube, das ist freies Muster, würde ich sagen. Also müsste man mal gucken. Ist auf jeden Fall ein schönes, freies Muster und ein richtig gemütliches, schnuffliges Tuch, wenn das aus diesem Baumwollgarn gemacht wird. Finde ich so auch schön, so ein bisschen sommertauglich sogar. Ja, wenn ich jetzt mit dieser Abkettreihe fertig bin, was allerdings tagelang dauert. Also ich bin jetzt knapp bei der Hälfte abzuketten und ich habe echt diese eine Reihe abketten, da kette ich jetzt schon drei Tage ab an dem Ding. Aber ich muss sagen, ich habe nicht so viel das Strickstück in die Hand genommen, aber ich habe doch immerhin wahrscheinlich eine Stunde lang bei unserem Plenum dran nur abgekettet und davor habe ich auch hier und da abgekettet und ich bin halt, wie gesagt, noch nicht mal auf der Hälfte. Genau, wenn ich das irgendwann mal abgekettet habe, dann geht es auf jeden Fall weiter mit dem Cassidy Cardigan, für den ich jetzt, das kommt ja später noch, auch wieder Garn fertig habe und jetzt wirklich die finale Garncharge ist jetzt wahrscheinlich fertig dafür und das wird jetzt wirklich reichen um den fertig zu stricken. Und dann werde ich auf jeden Fall auch ein paar Socken anschlagen aus Garn, was ich Anfang des Jahres bei Sarah, die den Wollkotze-Podcast gemacht hat, mit der zusammen habe ich Anfang des Jahres Garn gefärbt und das werde ich wohl, habe ich jedenfalls vor, da Socken draus anzuschlagen. Aber das Hauptthema des Stricksegments diesmal soll sein, wohin soll ich mit meinen Stricksachen und was mache ich überhaupt mit den ganzen Sachen und warum stricke ich überhaupt, wenn ich genug habe und eigentlich gar nichts mehr brauche. Weil ich halt in letzter Zeit immer mehr, und da hat der Marie Kondo Aufräumprozess letztes Jahr auch nicht gerade dagegen gehalten, weil ich immer mehr dazu tendiere, immer weniger Dinge haben zu wollen. Also dass ich will einfach nicht 100.000 selbstgestrickte Tücher haben. Ich will die Tücher stricken, aber ich will da nicht so viele Tücher haben. Ich finde jedes einzelne Tuch total schön. Ich liebe alle diese Tücher, ich liebe alle diese Socken und ich liebe alle diese Sachen. Also ich würde, wenn es jetzt nur danach geht, was so Joyce barkt nach Marie Kondo, könnte ich auch alles behalten. Aber es gibt einfach so ein Maß, finde ich, das überschritten ist und bei mir ist es halt das Maß, was, wenn ich Sachen einfach so lange nicht mehr trage, dass ich sie, dass da zum Beispiel dann Motten reingehen und ich merke es nicht mal.
Also ich bin ziemlich gut hinterher, die letzte Zeit hinter so Mottenproblematiken. Ich habe jetzt auch keine dieses Jahr auf Holz geklopft. Aber ich hatte ja letztes Jahr eine und da habe ich dann irgendwann auch irgendwo Löcher drin gehabt und ich habe gedacht, ich muss die Socken reduzieren. Genau, da habe ich ja dann meine Socken gekondot und bin von über 60 Paaren auf jetzt 40 Paar runter. Und alle Socken, die ich seitdem gestrickt habe, habe ich in so einer luftdicht abgeschlossenen IKEA-Tupperdose und sie harren jetzt der Verschenkung. Die letzten zwei Tücher, die ich gestrickt habe, sind in so Ziploc-Beuteln und harren der Verschenkung. Und eigentlich harrt jetzt alles, was ich stricke, der Verschenkung, obwohl ich es total schön finde, aber ich kann nicht so viele Sachen haben. Das ist einfach, ich kann so viele Sachen nicht unterhalten und warten und waschen und anziehen. Also Stricksachen braucht man, gerade also die Wollsachen braucht man eh nicht so oft waschen, aber ich kann sie trotzdem nicht so oft anziehen und pflegen und hegen, wie sie es halt einfach verdient hätten. Ja, und deswegen stellt sich mir halt echt die Frage, was mache ich jetzt, wenn ich nicht aufhören will zu stricken mit dem ganzen Zeug? Und ja, die meisten von euch werden das wahrscheinlich kennen und werden halt dann ihre Freundeskreise und Familien bestricken. Und ich habe mich halt gegen dieses die Strickenden mit ihren verrückten, naja, mit ihrem nervigen Hobby bestricken dann Leute, die gar nicht unbedingt bestrickt werden wollen, nur um das Zeug loszuwerden. Mit dem Thema habe ich mich schon öfter auseinandergesetzt, aber aus der Perspektive von einer Person, die selbst einfach für sich dann halt strickt und mit allem happy ist und sich selber bestrickt. Und jetzt habe ich halt das. Also da war ich ganz anders betroffen von der Frage. Da war ich eigentlich überhaupt nicht betroffen von der Situation, einfach nichts mehr zu brauchen selber, aber halt gerne trotzdem weiter stricken zu wollen. Und jetzt bin ich halt auf einmal betroffen und merke, okay, Strickstücke irgendwelchen Leuten aufnötigen zu wollen, ist irgendwie entwürdigend und wertet halt die Handarbeit ab. Die Strickstücke führen, keine Ahnung, so Dumpingpreise auf Etsy zu verkaufen, wertet auch mein Strickstück und meine Arbeit ab. Und ja, und wenn sie hier irgendwie in der Ecke rumliegen und bis die Motten sie finden, das wertet auch mein Strickstück und meine Arbeit ab. Also, was ist jetzt das kleinste Übel? Also am besten wäre es natürlich für jedes Stück eine wertschätzende, strickwürdige Person zu finden. Und das werde ich natürlich machen. Also das werde ich, auf das wird es dann hinauslaufen. Aber weil ich gar nicht so viel Zeit und Energie habe, mich um das zu kümmern, habe ich halt jetzt diese Socken in der Tupperdose und die Tücher in den Ziploc-Beuteln schon seit längerem. Und es ist noch nichts passiert in dieser Richtung. Aber ich bin sozusagen dran und das ist gerade so mein aktueller Stand. Also ich weiß nicht, ich meine, also es gibt ja diese ganzen. Also ich stricke ja sowieso gefühlt viel weniger. Ich habe viel weniger Output als viele anderen Leute. Und es gibt ja die Knitmore Girls mit Operation Sock Drawer und Sweater Chest und alles. Und die haben ja gefühlt jede 20 gestrickte Oberteile. Und also ich wüsste gar, also wie macht ihr das denn? Wie viel habt ihr denn so an Strickteilen, die ihr so unterhalten und auch tragen könnt oder ihr habt einfach vielleicht gar kein Platzproblem und auch kein Mottenproblem und ihr habt einfach unermesslich viel Stricksachen, die euch alle erfreuen und die man einfach mal dann anzieht, wenn man Lust drauf hat.
Also es kann ja auch sein. Also ich interessiere mich jedenfalls dafür. Ihr könnt mir gerne schreiben, entweder einen Blog-Kommentar oder auf Ravelry oder so, wie ihr gerne wollt, wie das euch so ergeht. Ja, ich habe das, glaube ich, schon erzählt. Ich hatte ja mal, als ich Marie Kondo an meinen Socken begangen habe, also da habe ich ja über 20 Paar Socken aussortiert. Und dann wollte ich die an meine Mastodon-Friends verschicken und dann gab es dieses Postdebakel nach Übersee. Also ich konnte, also ich habe versucht, mit DHL Online Pakete in die USA zu frankieren und die Empfangenden hätten auch dieses Porto sogar gezahlt. Aber dann war das Formular halt so, dass ich keine richtigen Angaben machen konnte. Also entweder das war denen zu leicht und wenn ich es 10 Gramm schwerer gemacht habe, war es denen zu schwer. Und wenn ich es 5 Gramm leichter gemacht war, war es immer noch zu schwer. Habe ich 6 Gramm leichter gemacht, war es zu leicht. Und ein halbes Gramm hat das Formular nicht angenommen und dann habe ich einfach aufgegeben, dann bin ich zur Post gegangen und habe gesagt, also euer Formular hier, das geht gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Und sie sagten dann, ja, in die USA können sie sowieso keine Umschläge verschicken, das muss so ein richtiges Paket sein mit richtig Karton und so einem Format, alles andere dürfen sie sowieso nicht verschicken. Und außerdem ist es DHL und wir sind die Post, wir haben damit nichts zu tun, sie können uns mal und tschüss. Und dann war, dachte ich, also Entschuldigung, aber Sie haben mit DHL doch schon was zu tun. Naja, nein, haben wir nicht. In dem Fall haben wir nichts mit DHL zu tun. Am Frankfurter Tor gibt es ein extra DHL-Geschäft, gehen Sie dahin. Und das habe ich da nie gemacht und habe den Leuten in den USA gesagt, ist mir zu viel Arbeit, ich krieg da nichts verschickt. Und ja, seitdem. Das fand ich so peinlich, dass ich seitdem nicht mehr mich getraut habe, Strickstücke an meine Online-Friends loswerden zu wollen. Also ich musste erstmal echt dieses Verschickungsproblem nochmal gucken, ob das tatsächlich immer noch besteht oder ob die haben jetzt bestimmt ihr komisches Formular da repariert. Aber trotzdem, es nervt ganz schön. Ja, also. Und ich möchte auch eigentlich, dann ist es auch wieder doof zu sagen, ich verschenke Stricksachen an meine Online-Friends, aber bitte nur die in Deutschland. Wer nicht in Deutschland wohnt, der kriegt dann halt nichts. Das wär halt auch irgendwie schade. Ich glaube, ich muss einfach grundsätzlich mal, brauche mal so eine Verschickberatung, also was Leute machen, wenn sie Dinge verschicken wollen. Ja, ich glaube, das war's von meinem aktuellen Minimalismus-Problem beim Stricken. Und dann kommen wir zum Thema Spinnen. Ja, spinnen kurz und bündig. Ich spinne gerade auch jetzt hier gerade beim Aufnehmen und es war ja die Tour de Vlies, obwohl es dieses Jahr keine Tour de France gab, gab es die Tour de Vlies und ich habe an ihr eigentlich nur so, eigentlich habe ich nicht teilgenommen, weil der größte Teil der Tour fiel in meinen Fahrradurlaub und ich habe dann nur, glaube ich, 4, 5 Tage war ich zu Hause, während die Tour gestartet ist und ich habe dann eigentlich schon, also ich habe schon was gesponnen. Ich habe so eine Faser, das ist, glaube ich, weißes Corydale. Was ich nee, nicht weiß, Corydale, das ist für mein Cassidy-Sweater hat ja immer noch Garn gefehlt, weil ich nicht genug hatte und dann musste ich Neues bestellen und nachspinnen und dann habe ich das extra nachgesponnen aus der extra nachbestellten Faser und habe es geschafft, glorreich zu wenig nachzuspinnen. Und dann hatte ich nochmal nachgesponnen und das habe ich jetzt alles in der Tour de Vlies-Zeit gezwirnt.
und habe es dann auch noch schön gefärbt, sodass ich jetzt direkt losstricken kann mit dem Cassidy, sobald ich mit dem Abketten vom Aurinko-Tuch fertig bin. Und dann hatte ich noch auch ein Projekt, was ich letztes Jahr schon bei der Tour de Vlies gesponnen habe. Das ist graues Corydale, welches ich kardiert habe. Das ist ein grauer Kammzug, den ich zusammen kardiert habe mit so Seide, Bambusfaser, Merino, Wolle, verschiedenen, also ganz so ein bisschen ein paar bunten und edlen Fasern. Und das ist dann so eigentlich so ein im Großen und Ganzen graues Garn mit ein bisschen blau, lila, glitzerigen Gimmicks drin. Und das wird ein dreifädiges, hoffentlich relativ weiches Garn. Und da hatte ich noch zwei noch unversponnene Beds rumzuliegen. Und dann hatte ich noch ungefähr 100 Gramm unkardierte Fasern rumliegen. Die musste ich dann erstmal zu Beds machen. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe während der Tour de Vlies die beiden Beds, die noch rumlagen, versponnen. Und als ich dann vom Fahrradurlaub zurückkam, habe ich den Rest der Fasern auch noch zu Beds kardiert und die bin ich jetzt gerade am Spinnen. Dann muss ich das nur noch zwirnen. Dann kriege ich wahrscheinlich so drei Stränge a 100 Gramm noch raus und mit dem, was ich bis jetzt habe, das wird dann alles auch noch gefärbt. Also, obwohl da ein bisschen bunte Einsprengsel drin sind, finde ich das total schön, wenn. Also ich werde da einfach nur einen Teil des Strangs in so einem Maigrün färben und der Rest des Strangs bleibt dann grau mit kleinen Gimmicks und das wird total hübsch. Also ich habe eine Probefärbung gemacht und es ist wirklich traumhaft schön geworden und ich freue mich schon, den anderen Teil fertigzustellen. Und da kann ich mir auch sehr gut irgendwie einen nicht zu warmen, eher feinen Pulli draus vorstellen. Oder irgendwie so ein, also als irgendein Oberteil wird es wahrscheinlich auch werden. Also Garn wird es wahrscheinlich genug geben. Das müssten fast 800 Gramm Fasern gewesen sein, die da verwurstelt worden sind. Ja, mal gucken. Aber ich will ehrlich gesagt nicht nochmal sowas haben wie beim Cassidy-Sweater, dass ich dann so einen bunten Flickwerks-Cardigan habe, weil ich drei verschiedene Garnchargen habe, die alle verschiedene Farben bekommen haben. Naja. Gut, das war's auch schon wieder vom Spinnen und dann komme ich zu urbane Selbstversorgung. Ja, die urbane Selbstversorgung steht diesmal auch im Zeichen des Minimalismus. Ich hatte ja für 2020 mir vorgenommen, ein weiteres No-Buy-Year zu machen, also ein Jahr, in dem ich keine Dinge kaufe, außerhalb von einem relativ strengen Regelwerk, was ich mir selbst gegeben habe. Ich bin ja jetzt schon seit mindestens 3 Jahren auf einem Wollkaufverbot und liegt einfach daran, dass mein Stash so groß ist, dass ich jahrelang nichts kaufen werde müssen. Und aber erst habe ich seit, eigentlich habe ich erst seit 2 Jahren das wirklich geschafft, wirklich kein einziges noch so kleines bisschen Garn zu kaufen. Davor war es immer so, ich hatte Wollkaufverbot, aber auf dem ein oder anderen Wollfest habe ich mir dann doch einen Strang oder zwei Stränge Sockenwolle gekauft. Und ja, 2019 habe ich mir wirklich überhaupt nichts gekauft. Und dieses Jahr habe ich mir auch wirklich überhaupt nichts gekauft. Und das werde ich auch weitermachen. Aber diese Regeln meines Kaufnixjahrs beziehen sich ja eigentlich auch noch auf ganz viele andere Gebiete. Und ich bin zugegeben durch
die Corona-Pandemie dann davon ein bisschen abgelenkt worden, weil die auch meine ganzen Jahrespläne wurden irgendwie auf den Kopf gestellt und ich hatte halt auch vor, Geld zu sparen, um 3 Monate Sabbatical von der Bäckerei zu nehmen und 2 Monate davon wollte ich Fahrrad reisen und 1 Monat wollte ich Leute besuchen, die ich sonst ganz selten sehe. Und das war jetzt halt alles durch die Pandemie etwas ungünstig, sage ich mal. Ich habe aber trotzdem recht wacker nichts gekauft, auch ohne mich irgendwie gedanklich großartig mit dem Nichtskaufen zu beschäftigen oder mich irgendwie zurückhalten zu müssen. Und ich habe schon das Gefühl, dass mir dieses nicht rumshoppen schon inzwischen zu einer Gewohnheit geworden ist, dass ich auch mache, ohne dass ich jetzt groß drauf achten muss. Und ja, deswegen habe ich mir dann gedacht, vielleicht sollte ich aufhören mit einem Kaufnix-Jahr nach dem anderen und sollte mir eher überlegen, ob ich das nicht zu einem permanenten Ding machen soll bei mir. Also, dass ich praktisch einfach diese Shopperei einfach nicht mehr so habe in meinem Leben. Und ich gucke jetzt viel so, also ich beschäftige mich 2020, was ich ja eigentlich auch machen wollte, mit dem Thema Minimalismus. Und ich bin in letzter Zeit so auf die Idee gekommen, warum mache ich immer einen auf, ich kaufe mir keine Dinge und warum versuche ich nicht einfach das Ganze als Minimalismusprojekt zu sehen? Also nicht, und ich finde, Minimalismus ist nicht unbedingt diese Ästhetik, dass ich in einer komplett leergeräumten Bude mit einem weiß bezogenen Bett und einer, keine Ahnung, und dann einem einzigen Vintage-Stuhl und einem Klapptischchen leben muss, sondern das kann sehr verschiedene Formen annehmen, so Minimalismus finde ich. Und ich hatte das immer für mich ausgeschlossen, mich selber als Minimalismus-affin zu sehen, weil ich einfach total viel Zeug habe. Und andererseits habe ich aber auch, also finde ich es aber auch total toll, so ein bisschen offenen Raum zu haben und einfach nicht alles total vollgestopft zu haben. Deswegen habe ich auch einmal in meinem Leben, ich bin zweimal in meinem Leben umgezogen. Ich ziehe leider sehr selten um oder zum Glück, wie auch immer. Als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich sehr wenig mitgenommen. Und dann ging es auch einmal darum, da wurde unser Haus saniert und dann musste ich sozusagen in so eine Umsetzwohnung und das war keine richtige Umsetzwohnung, sondern ich bin zu meinem Partner mit in sein Zimmer mitgezogen, bis meins saniert war und dann bin ich wieder zurück dahin gezogen. Und während ich bei meinem Partner eingezogen war, hatte ich meine gesamte Habe fast auf fünf so Umzugskisten reduziert und das waren nicht mal große Kisten, es waren kleinere als diese gängigen Umzugskisten und die hatte ich dann bei einem Nachbarn in seiner Rumpelkammer untergestellt und dann hatte das über dieser Rumpelkammer einen Wasserschaden gegeben, da ist eine Waschmaschine ausgelaufen und das war mir nicht bewusst, dass das in diese Rumpelkammer runtergelaufen war und als ich dann zurück in mein Zimmer ziehen wollte, da waren meine Kisten verschimmelt. Also nicht alle, aber ich glaube, 3 von den 5 waren so gut wie hinüber und ich habe dann eigentlich festgestellt, naja, du hast zwar alles jetzt gedacht, du hast es radikal reduziert, aber anscheinend ist auch nicht schlimm, wenn es noch reduzierter ist. Und ich fand es halt super in so ein komplett leeren Raum reinzugehen und auch erstmal wenig zu haben. Und inzwischen bin ich jetzt hier 15 Jahre wieder
in dem sanierten Raum und habe schon wieder ganz schön akkumuliert. Und jetzt durch letztes Jahr, durch dieses Marie Kondo-Gedöns, habe ich tatsächlich einiges an Ballast abgeworfen. Ja, und da würde ich einfach gerne dran weitermachen. Und das Ziel dabei ist es eigentlich nicht, leere Räume mit ganz wenig Dingen zu haben und nur das zu haben, was wirklich zum nackten Le Überleben gerade so nötig ist, sondern das Ziel ist tatsächlich so ganz Self-Care-mäßig, also so selbstfürsorgemäßig, so einfach diesen Anteil von Überlastung und Beschleunigung zu reduzieren. Also es geht eigentlich um Entschleunigung und um zur Ruhe kommen, um nicht so 100.000 Dinge zu haben, die alle von einem irgendwelche Zuwendung und Aufmerksamkeit erfordern. Weil dieser Spruch, das frisst ja kein Brot, ist einfach eben komplett irreführend. Also es stimmt einfach nicht, dass Dinge kein Brot fressen. Ja, selbstverständlich ist vielleicht eine Kiste, die rumsteht, frisst vielleicht kein Brot, aber erstens frisst sie Platz und zweitens, wenn die Kiste einstaubt und die Dinge da drin alt werden, ohne benutzt zu werden, dann liegt es auch daran, dass sie zu wenig ja, zu wenig Wartung und zu wenig Unterhalt bekommt und zu wenig Energie reingesteckt wird. Und diese Energie, die die Dinge halt brauchen, damit sie in einem guten, benutzbaren Zustand bleiben, diese Energie ist das Brot, das die Dinge eben doch fressen. Also man kann nicht einfach sagen, ich akkumuliere Zeug, stell mir das in die Ecke und dann frisst es kein Brot, weil es frisst durchaus Brot, sage ich mal. Und für mich ist es halt so, dass ich gerade mich sehr auch mit dem Thema Achtsamkeit beschäftige. Also so auf Englisch heißt es dann Mindfulness. Und ich war eine Person, mich konnte man früher mit diesem Wort jagen. Also Achtsamkeit, wenn das irgendwo stand, dann habe ich gesagt, ach komm, geh mir weg, ich habe keinen Bock auf sowas. Dieses ja, esoterische Gelaber, was dann meistens von Leuten kommt, die alles andere als achtsam sind, sondern eher so eine Mischung aus geschäftstüchtig, unsolidarisch und verlogen. Na gut, das will ich jetzt nicht so über pauschal sagen, aber sage ich mal so, es gab, ich habe einige Leute getroffen, die das große Achtsamkeitsgeschwafel vor sich hergetragen haben und das nicht wirklich gelebt haben und nicht wirklich so toll drauf waren, wie es vielleicht hätte sein können, wenn sie das, was sie reden, selber ernst genommen hätten. Aber jetzt, wo ich bisschen Abstand von all dem habe und habe ich festgestellt, also dass diese Achtsamkeitsnummer ist schon super, also die ist schon sehr gut für mich so auch. Also ich habe jetzt ja, ich gucke auf YouTube gerne so einen Kanal, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt nennen soll, aber das ist so eine Minimalistin, die auch so ganz viel so meditiert und Achtsamkeitszeug macht und sie steht halt auf den zen-buddhistischen Mönch aus Vietnam, Thich Nhat Hanh heißt der und von dem habe ich mir dann ein Buch ausgeliehen aus der Bücherei, das heißt The Miracle of Mindfulness und auf Deutsch heißt es Das Wunder der Achtsamkeit. Und genau, da drin geht es halt auch darum, so sich ja, so achtsam durchs Leben zu gehen und meditativ und sich seinen Dingen zu widmen und seine Umgebung irgendwie auch so in Ordnung zu bringen, dass man sich darin wohlfühlt und geistig auch darin zur Ruhe kommen kann.
Und das passt dann auch wunderbar zu diesem entschleunigenden, nicht tausende Dinge haben, an denen man sich so verzettelt. Ja, genau. Und für mich ist allerdings, muss ich dazu sagen, ich habe ja mindestens fünf, sechs verschiedene Hobbys und alle brauchen Ausstattung und das habe ich auch alles. Aber ich sehe diese Ausstattung nicht als überflüssigen Plunder an. Ich sehe das auch nicht so als Sache an, die mich Kraft kostet. Also das klingt jetzt genau wie der Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber für mich sind Sachen, die, also zum Beispiel Stoffe, die man mal vernähen könnte zu Zeug oder Wolle, die verstrickt sein könnte zu Dingen. Also Dinge, die ich für meine kreativen Hobbys brauche, das ist für mich kein ungerechtfertigter Besitz, sondern ich finde es toll, einen Stash zu haben. Ich finde es toll, so ein Stofflager zu haben und ich finde es super, daraus schöpfen zu können und Dinge machen zu können. Also was mich dann eher stresst, ist Dinge zu haben, die fertig sind und die ich nicht anziehe oder fertige Gegenstände hergestellt zu haben, die ich gar nicht brauche, weil ich einfach Lust gehabt habe, sie einfach nur herzustellen. Und genau da versuche ich dann zu reduzieren und meine Vorräte, um praktisch meine Hobbys auszuüben. Die sind davon nicht betroffen, dass ich sagen würde, die muss ich jetzt loswerden. Das werde ich auf keinen Fall tun. Aber was ich da auf jeden Fall tun werde, ist versuchen, so eine sinnlose Überanhäufung von Dingen zu vermeiden. Also, dass ich jetzt nicht Wolle kaufe, obwohl ich total viel habe, oder dass ich Stoff kaufe, obwohl ich total viel schon habe. Der genauso gut und schön ist und genau, also so, da wird halt dann sich das Akquirieren von Dingen wirklich am Bedarf orientieren müssen in Zukunft und nicht an dem, nur weil es schön ist und weil ich Konsumlust habe. Genau, da würde ich halt einfach dieses Mindset, was ich mir jetzt in 2 Jahren kauf nix, ja, würde ich sagen, so zugelegt habe, das möchte ich einfach für dauerhaft beibehalten. Und das Ganze wird dann unter der Überschrift Minimalismus einfach stehen, unabhängig davon, ob ich jetzt Stashes habe oder wie leer meine Wohnung aussieht. Das ist für mich eher zweitrangig, also wie leer alles ist und wie ästhetisch alles ist, sondern es geht halt mehr um so die innere Haltung und es geht mehr um die Verschiebung von ich muss was haben, was schön ist, hin zu ja, ich schätze das, was ich schon besitze und das, was ich nicht, also das, was ich nicht schätzen kann und was ich nicht mit Aufmerksamkeit besitzen kann, dem versuche ich dann halt ein anderes Zuhause zu finden. Genau. Ja, und ich habe neulich ein Buch gelesen über moralischen Konsum von, das war so ein Spiegel-E-Book, was ich irgendwie irgendwo kostenlos hatte. Würde ich jetzt nicht so super empfehlen, weil das waren lauter Spiegel-Artikel, die auch alle schon sehr alt waren. Aber da kam ein Typ vor, der gesagt hat, Minimalismus bzw. Konsumverzicht ist eigentlich gar kein Verzicht, sondern es ist genau umgekehrt richtig, wenn man wirklich so gedankenlos konsumiert und beliebigen und zu viel Konsum sich hingibt, dann das ist eigentlich der eigentliche Verzicht, weil man verzichtet dann auf das, was eigentlich besser zu einem passt und was das eigene Leben schöner macht, indem man so in belanglosen, beliebigen Dingen erstickt, die man so akkumuliert hat.
Und das fand ich eigentlich einen guten Perspektivenwechsel zu sagen, ich verzichte nicht durch Konsumverzicht, sondern durch Konsum verzichte ich auf das gute Leben, was ich haben könnte, wenn ich nicht so überanhäufen würde. Genau. Ja, und deswegen heißt es zwar so urbane Selbstversorgung und das ist ja eigentlich das Ökosegment, aber in Wirklichkeit geht es beim Minimalismus gar nicht so darum, die Welt zu retten, sondern sich selber zu retten, sich selber was Gutes zu tun, so sich einfach sich sehr zu gönnen, indem man sich nicht dauernd scheinbar was gönnt, was einem dann am Ende eigentlich gar nicht so gut tut. Genau. Und das war mein Minimalismus, urbane Selbstversorgungssegment. Und jetzt komme ich zu, was ich gerade toll finde. Ich finde gerade Lesen toll und jetzt geht es direkt weiter mit dem Konsumverzicht und dem Minimalismus, weil ich im Urlaub hatte ich meinen E-Book-Reader dabei und ich habe den mir 2016 oder so gekauft, vielleicht auch 2015. Ich glaube 2016 und es ist ein Kindle. Und ich habe das damals gemacht, weil ich halt also ich war einfach zu bequem, um mich auf dem E-Reader-Markt umzutun und mich zu erkundigen, was gut ist und was sich so empfiehlt. Und dann habe ich mir einfach eins vom Marktriesen gekauft, weil ich dachte, Millionen können nicht irren, das muss ja irgendwie dann halbwegs benutzbar sein, so ein Kindle. Und damit habe ich mich dann halt an dieses Amazon-Ökosystem gebunden und das finde ich inzwischen sehr ungut und hätte es lieber nicht so. Und dann war ich aber im Urlaub mit diesem Kindle unterwegs, weil ich es nun mal hatte. Und mein Partner hat dann gesagt, er hätte auch total Lust auf einen E-Reader. Gerade im Urlaub ist es ja super praktisch. Und der hat sich dann im Unterschied zu mir halt richtig erkundigt und hat sich dann ein Pocketbook E-Reader gekauft. Und ich war super neidisch darauf und dachte, ich muss jetzt mein Kindle loswerden und mir auch so einen holen. Und dann bin ich noch mal in mich gegangen und habe gesagt, nee, ich werde jetzt nicht dieses noch gut funktionierende, völlig in Ordnung, in einem ordentlichen Zustand sich befindende Kindle versuchen zu verkaufen, um mir neues Gerät zu kaufen, sondern ich versuche lieber irgendwie, jetzt lese ich erstmal das, was da drauf ist und dann sehen wir weiter. Und dann habe ich, also es gibt ja auch einen Haufen so kostenfreier Bücher, die inzwischen, wie sagt man, royalty-free, also gemeinfrei sind, weil irgendwie das Urheberinnenrecht erlischt nach 70 Jahren nach dem Tod des Autors irgendwie so. Und da hatte ich dann eh mir noch einen Haufen so freie Bücher irgendwie angeschafft und dann gibt es ja auch manchmal so Angebote und la 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 und das am Ende habe ich dann rausgefunden, wie ich E-Books, die ich nicht bei Amazon gekauft habe, so umwandeln kann, dass sie auf dem Kindle zu lesen gehen und das geht dann mit diesem Programm Calibre. Und das hat mir ein Kollege empfohlen und das hatte ich auch schon damals 2016 installiert und wollte das machen, aber ich habe irgendwie nie rausgekriegt, wie das jetzt wirklich gemacht wird. Und deswegen habe ich das dann wieder verworfen und habe mir halt mit dem Kindle eigentlich alles dann immer bei Amazon gekauft, was ich da drauf gelesen habe.
Und jetzt habe ich das endlich rausgekriegt, wie ich Bücher, die ich nicht von Amazon habe, wie ich die dann so konvertiere, dass man sie halt schon auf dem Kindle lesen kann. Und jetzt bin ich nicht mehr so ganz so abhängig von diesem Amazon-Ökosystem und jetzt fühlt sich für mich der E-Reader auch viel, viel besser wieder an. Also jetzt ist es halt einfach ein Gerät, auf dem man lesen kann und es ist super für mich. Also wenn jetzt zum Beispiel bei Amazon ein Buch für 1 Euro rausgeschleudert wird, was ich gut finde, dann hole ich das ja trotzdem noch. Das denke ich, dann wird auch die Welt nicht so viel schlechter werden, wenn ich Amazon 1 Euro gebe oder so. Ja, auf jeden Fall, genau, da habe ich dann mir diesen Kauf von einem neuen E-Reader verkniffen und habe mir lieber den alten E-Reader gefügig gemacht. Und sag ich mal so, ich würde jetzt nicht die Methode, wie das genau mit diesem Kalibre geht, das müsst ihr euch leider selber rausfummeln, weil das wird mir hier zu lang dauern. Und ich fand es auch nicht ganz so einfach. Also ich habe da schon 2 Stunden dran rumgepopelt oder länger. Genau. Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema, was ich gerade toll finde, und zwar Lesen. Genau, ich lese gerade ein Büchereibuch und das lese ich jetzt nicht auf dem Kindle, weil die gehen tatsächlich nicht auf dem Kindle, sondern ich lese das auf meiner Bücherei-Lese-App auf meinem iPad. Und da lese ich gerade das Buch Mending Matters von Katrina Roderbore. Und das ist auch ein wunderbares Buch über Slow Fashion und Mindfulness, also so, und sie nennt es halt, weil es geht ja um Reparieren, also Mending, und sie sagt dann Mindfulness dazu, also so eine Mischung aus Mending und Mindfulness. Und es geht dann halt auch in diesem Buch darum, ein anderes Verhältnis zu seinen Dingen zu gewinnen, also zu seiner Kleidung. Und anstatt halt immer die neuesten Klamotten zu haben, dass man halt eine, ja, sich überlegt, was für Kleidung man haben will und dass halt ausgebesserte Kleidung auch, dass das halt auch Kunst sein kann und was Persönliches sein kann und auch wie lange Kleidung hält und dass es sich überhaupt lohnt, die Kleidung zu reparieren, dass das auch alles Teil ist von so einem Achtsamkeits- und Nachhaltigkeitsgedanken. Und das fand ich gar nicht so schlecht, so dieses Buch und irgendwie begegnet mir gerade dieses Thema, ja. Überall scheinbar. Ich lese auch noch andere Bücher, so feministische Bücher und Bücher über Rassismus. Da habe ich gerade ein Buch angefangen von Ta-Nehisi Coates. Und zwar heißt es Between the World and Me und es geht da um die Erfahrung als schwarzer Mensch in den USA zu leben und das ist ein Brief an Coates Sohn eigentlich, aber das ist echt ein krasses Buch. Ich würde echt sagen, wer Englisch lesen kann, lest es. Das ist echt richtig, richtig auch aktuell und sehr eindringlich und sehr poetisch und so dabei auch. Ich habe das tatsächlich, dieses Buch habe ich tatsächlich bei Amazon gekauft, weil das war, glaube ich, so im Angebot für 1,50 € und da konnte man echt nichts sagen. Ja, und diesmal habe ich zum Schluss für euch nochmal ein Teechen und zwar habe ich mein Teedosenregal neulich durchgeguckt und da habe ich tatsächlich 2 Teesorten gefunden, von denen ich überhaupt nicht mehr wusste, dass ich sie überhaupt besitze. Und da trinke ich jetzt einen Rooibos-Tee, der mit irgendeinem so einem Sahne-Karamell-Aroma aromatisiert wird, mit lecker Sojamilch und finde es total cool.
Und genau, das war's von der heutigen Episode. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich wünsche euch eine faserverzückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Tschüss! Die Shownotes zu dieser Episode findet ihr im Blog unter urbanespinnstube.wordpress.com. Ihr könnt mich erreichen unter der E-Mail-Adresse urbanespinnstube@gmail.com und ich bin auf Ravelry Distelfliege und ich bin im Fediverse distel@weirder.earth.